Herzlich willkommen. Wir sind mal wieder zu Gast bei. Wir sind zu Gast bei Lisa Maria Klössinger. Lisa, wunderbar. Erstmal toll, dass wir hier sein dürfen. Zuallererst müssen wir natürlich erklären, das stimmt jetzt nicht ganz. Wir sind nicht ganz direkt bei Lisa. Lisa, sag uns mal, ich kann das nur verraten, es ist wunderschön. Es ist wie Urlaub, obwohl wir hier direkt bei München sind. 5 Kilometer vom Starnberger See und man kommt hier an und denkt, alles klar, Ferienkoffer raus, Urlaub. Lisa, wo sind wir hier? Ja, wir sind hier am Gestüt Fichtenhof, eben unweit vom Starnberger See, Münchner Süden. Das ist schon wirklich eine schöne Lage hier. Wir genießen es auch sehr, die Pferde auch. Und ja, seit Ende März sind wir hier und wir fühlen uns wohl. Was heißt jetzt wir, wenn ich so plump nachfragen darf? Natürlich meine Pferde in erster Linie. Ich habe 4 Stück hier im Moment. Und Philipp ist auch hier, der mir immer hilft. Und wir machen den Stall so zusammen, managen alles zusammen. Und ja, haben eben hier unseren eigenen Stalltrakt. Und das ist ganz schön so. Ja. Und dazu gehört natürlich dieser hier jetzt inzwischen aufdringlich gewordene junge Mann. Wir können, glaube ich, schon ruhig mal plaudern. Der war sehr skeptisch. Er wollte eigentlich gar nicht so richtig hier rausgucken. Kamera, Leute, was soll das? Mit ungefähr 4 Tonnen Karotten überzeugt. Das ist wer, Lisa? Ja, das ist der Daktari, mein treuer Kumpel. Jetzt haben wir schon die 7. Saison miteinander. Sind gerade in den Vorbereitungen zu unserer 3. Europameisterschaft. Das 2. Mal U25. Und wir hoffen, dass das alles ganz gut klappen wird. Das ist ja heute, ich meine, du hast es ja schon erst geahnt, dann gewusst, dass du dabei bist, aber seit heute offiziell schwarz auf weiß. Das ist schon ein cooles Gefühl, wenn man sich da im EM-Team stehen sieht, oder? Ja, zumal letztes Jahr war es für mich eine totale Überraschung. Da wusste ich gar nicht, was auf mich zukommt. Und dann hat der auch noch die 2 Goldmedaillen gewonnen. Das war schon krass, wenn man das mal so sagen kann. Krass, ja. Und dieses Jahr war natürlich die Erwartung da, dass ich wieder Europameisterschaft reite. Aber ich wusste jetzt auch nicht, wo es mich hintreibt. Ich habe Anfang des Jahres ein bisschen Grand Prix geübt, war auch echt erfolgreich. Und dann wieder zurück auf Inter 2 Kurz Grand Prix. Da dachte er erst so, wir sind jetzt andere Linien geritten. Warum ist das jetzt wieder so? Und dann haben wir echt ein paar Prüfungen gebraucht, bis wir wirklich wieder drin waren. Und ja. Und jetzt sind wir auf dem Weg zu Euro. Ja. Guck mal, jetzt fangen wir mal ein bisschen anders an. Nicht wie wir das sonst so machen. Mit 3 Jahren ging es los, sondern wir sind jetzt gleich mal bei Doppelgold gelandet. Ja. Insofern, wenn wir schon davon reden, dann haben wir einen kleinen Wundereimer dabei. Ich habe nämlich Lisa überreden können. Diese wunderbaren Goldmedaillen, die gehören aber in deine Hand und nicht in meine. Und davon hast du gleich 2. Lisa. Ja. Jetzt hast du 2 Goldmedaillen. Das ist ja eigentlich völlig irre. Und jetzt dieses Jahr wieder dahin fahren. Ja. Ich meine, du reitest dann nicht mehr ein als Lisa Maria Klössinger, sondern als die Doppelgoldgewinnerin vom letzten Jahr. Ja, also das verändert alles, oder? Ja, ich kann es auch immer noch irgendwie nicht glauben. Das ist auch alles, so blöd es sich anhört, immer noch nicht in meinen Kopf angekommen. Ich fühle mich auch nicht wie ein Doppel-Europameister. Es ist immer wieder erstaunlich, wenn ich dann im Viereck rumreite, jetzt auch in Aachen, und dann werden mal die ganzen Erfolge so erzählt, dann denkt man sich so, boah, eigentlich ist das schon ganz cool. Ja. Und ja, und dann kommt es so an, aber wenn ich hier zu Hause bin oder auch jetzt, ich fühle mich nicht, als wäre ich so der Titelverteidiger. Und das bist du aber, ne? Ja. Das ist irgendwie ein bisschen, ja. Komisch, aber ich glaube auch ganz gut, weil ich habe letztes Jahr alles erreicht. Der ging die besten Prüfungen seines Lebens auf der Europameisterschaft. Und für mich ist das jetzt das letzte Jahr. Natürlich ist es wichtig für die Mannschaft. Also das letzte U25, ja. Für mich ist es natürlich wichtig, dass ich für die Mannschaft ein gutes Ergebnis leiste. Und das danach ist für mich nur noch Spaß und einmal ein Championat genießen. Weil, wer weiß, ich reite für Deutschland. Wann komme ich denn da wieder mal auf ein Championat? Ich will da ein bisschen durchatmen und einfach Spaß haben. Spaß am Reiten. Ja. Spaß haben, das solltest du auf jeden Fall. Jetzt haben wir hier auch noch diese coole Schärpe. Ja. Zeig uns doch einmal. Das ist natürlich schon, das fasse ich jetzt ehrlich gesagt wirklich mit Ehrfurcht an, weil das, also ich habe sowas sonst noch nicht so in der Hand gehabt. Ja. Wenn du die Sachen nicht gerade hier bei uns hast, bei Clip My Horse im Interview, sondern dann sind die ja zu Hause. Wo sind die? Also ich habe natürlich ein paar mehr Schärpen, aber das ist für mich natürlich die allerwichtigste, und die ist bei mir zu Hause. Alle anderen Medaillen sind zu Hause in meinem ehemaligen Kinderzimmer bei meinen Eltern. Ach Gott, wie süß, ja. Und die hast du jetzt hier? Du wohnst jetzt wo? München.
Ja. Nämlich, du, hast du mir vorhin noch ein bisschen genauer erklärt, sozusagen da, wo es wichtig ist, einmal im Jahr. Ne? Direkt auf der Wiesn sozusagen, fast. Kann man bei dir sein Bier bestellen dann, wenn es soweit ist? Oder ja, bist du mehr die, die bestellt? Ja, ah, okay. Ist das denn sowas, wenn man da direkt in der Nachbarschaft wohnt? Ich kann mir zwei, entweder man ist jeden Abend da oder man hofft jeden Abend, dass es bald vorbei ist. Nee, es ist die erste Variante. Ah, ja. Hatte man sich irgendwie gut vorstellen können. Ja, wir haben die Pferde ein bisschen Pause in der Zeit. Hast du gehört? Ist bald soweit. Ja. So, was wir auch gar nicht vergessen dürfen, das ist dieses schöne Armband. Das ist nämlich wichtig. Ja. Lisa, warum ist das wichtig? Ja, das ist, da gibt es eine witzige Geschichte. Das war nicht als Glücksbringer geplant. Mir hat es einfach gefallen. Ich habe es gekauft und ich weiß jetzt nicht mehr, ob es sein erster Esssieg war oder der zweite oder der dritte, aber das hat auch eben mit Daktari begonnen, das Armband zu tragen. Und irgendwann hatte ich es dann nicht drauf und dann ging die Prüfung sowas von in Eimer. Und dann habe ich mir immer so gedacht, an was liegt's? Und ich bin sehr abergläubisch, auch mit vielen kleinen Sachen. Es muss immer die gleiche Anzahl an Zöpfen sein und. Welche Zahl hast du? 9 Stück. Ja. Okay. Und seitdem ist das Armband auf allen wichtigen Turnieren wieder dabei. Ja. Aber das ist ja fast noch schlimmer. Wenn du sagst, auf allen wichtigen, heißt das, es gibt unwichtige Turniere und da bleibt es dann zu Hause. Nein, das ist ja irgendwie... Aber da vergesse ich es wirklich nicht. Ab und zu vergesse ich es, wenn ich jetzt hier mal schnell ländlich losfahre. Das ist im LKW und der LKW ist auf allen großen Turnieren dabei. Aber wenn ich hier mal schnell mit dem Hänger losfahre, dann vergesse ich schon ab und zu. Das muss ich leider gestehen. Wir haben ja eigentlich auch noch einen ganz wichtigen Glücksbringer. Der ist aber gerade beschäftigt, sehe ich. Ich hoffe, wenn er fertig ist, dann kommt er noch bei uns vorbei, weil der ist eigentlich auch wirklich witzig. Ja. Und den hast du jetzt wie lange? Mein Hund, den Willi, den habe ich jetzt seit 5 Jahren ziemlich genau. Und da ist immer dabei? Ja. Und es ist der perfekte Turnierhund, habe ich mir gerade erklären lassen. Wenn er verloren geht, findet er immer wieder zurück. Ja, er findet den LKW, sonst nichts. Aber man muss ihn dann deswegen auch nicht suchen. Sonst nichts, weil ist auch schön. Man muss nur zum LKW gehen. Und da weiß man, der Hund ist da, meistens liegt er drunter und dann ist alles gut. Okay, aber dann vorm Losfahren auch immer lieber gucken. Ja. Lisa, jetzt sitzen wir hier so schön. Der Weg, ich finde, wir bleiben einfach mal direkt bei Daktari. Der Weg war ja echt nicht so ganz einfach. Nee. Erzähl uns doch mal so in Kürze den Weg von dir und Daktari. Denn es gab ja Zeiten, da hast du gedacht, das war's, weiter geht nicht. Ja, also ganz witzig, ich habe ihn gesehen am Turnier in Donaueschingen. Da war uns ein bisschen langweilig. Ich saß mit ein paar Freunden und mit meiner Trainerin damals da. Und da war dann das Pferd M, glaube ich. Und dann kam das Pferd schon rein, vor der Prüfung durften die da so ein bisschen rumreiten. Und der ist da im Schritt reingekommen, da habe ich schon gesagt, oh, der ist aber schön. Mhm. Und ja, und dann, ich weiß noch, wir haben uns die Prüfung angeschaut. Und da waren noch gar nicht die Noten draußen. Ich bin dann nach der Prüfung aufgestanden, bin einfach diesem Pferd hinterhergelaufen, habe auch gar nichts gesagt zu den anderen. Das war irgendwie so total Tunnelblick. Und habe dann gefragt, ob dieses Pferd zu verkaufen ist. Und dann hat die Besitzerin mich schon so ein bisschen angeschaut. So ein 18-jähriges Mädel steht jetzt hier und fragt, ob sie das Pferd haben kann. Dann haben wir ihn 2 Tage drauf angeschaut, ausprobiert, bisschen Probe geritten. Und dann aber immerhin hat sie direkt gesagt, aber du hast sie auf die Idee gebracht. Nein, der war schon zu verkaufen, aber ich wusste das ja nicht. Ja. Und dann war er ein paar Wochen später bei mir im Stall gestanden. Ja. Dann ging das ja erstmal senkrecht nach oben, ne? Ja, total. Also er war ein bisschen schwierig in den Wechseln, schon immer. Aber wir haben das sozusagen zusammen gelernt. Mhm. Und ja, der hat dann im Frühjahr, ich glaube in seiner ersten S war er Zweiter, die zweite hat er gewonnen. Und so ging es dann schon, der 7-jährig war schon international, St. Georg in der 1 schön platziert, hat ein paar S-Dressuren gewonnen. Und dann bayerischer Meister, ging dann schon deutsche 8-jährig, kam Bundeskader, 9-jährig Euro, deutscher Vizemeister. Und das ging dann alles so ganz, ganz schnell. Aber alles eben wirklich nur St. Georg und manchmal Inter 1, aber wirklich so Richtung junge Reiter. Und damals war es schon auch so, dass wenn man so ein bisschen am PF4 gedacht hat, dass er gleich so gesagt hat, nee, ich hätte lieber das auf was doof. Anderes Lust. Und irgendwann musste ich ja dann ran und habe es probiert und ich habe keinen Weg gefunden. Das war für mich als Mädel war sowieso aussichtslos. Du hast ganz kurz bei der jungen Reiterzeit warst du bei Ulla, ne? Ja. Ulla Salzgeber, mit der hast du sehr lange trainiert. 4,5 Jahre, ja.
Und du hast mal so schön gesagt, irgendwie Ulla war für mich viel mehr als nur eine Reitlehrerin. Ja, also ich habe immer einmal gesagt, bei meinem goldenen Reiterzeichen, das war für mich so eine Schule fürs Leben. Ich bin mit 18 nach dem Abi von zu Hause weggezogen. Ulla war ja fast 300 Kilometer weg von meinen Eltern. Wie kamst du denn eigentlich auf Ulla? 300 Kilometer? Ich meine, normalerweise sucht man sich vielleicht doch erstmal einen Trainer, der vielleicht nur 150 Kilometer entfernt ist. Ja, oder? Das war witzig. Ich bin an meinem Heimatverein bei einem Lehrgang von Ulla mitgeritten. Und dann meinte sie damals schon, du, komm doch mal vorbei zum Reiten. Ich hatte ein ganz gutes Pferd, das hat mein Trainer damals geritten. Holsteiner, und den fand sie auch sehr interessant und eben mein Juniorenpferd. Und dann sind wir mal hingefahren und dann hat meine Mama gesagt, wenn du länger bleiben willst, musst du erstmal dein Abi machen. Ja, und nach dem Abi, das Wochenende, hast du die Pferde zu Ulla gezogen. Okay, die Mutter hatte gehofft, das hat sich erledigt, ja, aber von wegen. Heim, ja. Genau. Ja. So war das. Okay, und was sagst du? War eine Lehre fürs Leben. Wie ist das gemeint? Ich meine. Ja, ich bin mit 18 von zu Hause ausgezogen, zu Ulla gezogen, habe meine Pferde dort. Hast du auch direkt bei Ulla auf der Anlage gewohnt? Unweit von der Anlage, ja. Okay. Und bin halt da sozusagen vom Elternhaus ins selbstständige Leben mit meinen Pferden, ja, eben in das volle Turniergeschehen eingestiegen. Ja. Ich kannte ja nur ländliche Turniere und dann bin ich sofort erst einmal international losgefahren ins Ausland. Das war total cool natürlich. Und dann, das werde ich auch nie vergessen, habe ich eben dieses eine bessere Pferd, was bis dahin mein Trainer nur geritten hat, M-Dressur geritten. Und dann hat er mich am nächsten Turnier beim Wettcheck so dermaßen weggekickt und nur Blödsinn gemacht in der Prüfung, dass die Ulla gesagt hat, so, wir reiten jetzt keine M-Dressur mehr, das ist ein Grand Prix-Pferd. Wir üben jetzt einer Wechsel-Pierre-Passage und der konnte das halt wirklich, der hatte richtig Talent dafür. Und dann musste ich eine Woche später meine erste hinter zwei reiten. Okay. Und es war so 2 Monate, nachdem ich eben meinen ganzen Lebensmittelpunkt verlagert habe. Und das war für mich wie Weihnachten und Neujahr zusammen. Das war natürlich auch echt ein bisschen mutig, ne? Ja, ich wurde ins kalte Wasser geschmissen, aber das hat mir ganz gut getan. Und ich habe einfach gelernt, dass man sich auf bestimmte Dinge fokussieren muss. Gerade so auch die 5 Minuten in der Prüfung oder auch im Stall Disziplin und einfach sich selber organisieren. Und das hat mir für das weitere Leben ganz viel gebracht. Das finde ich jetzt sehr schön, dass du das Organisieren erwähnst, weil ich habe dich irgendwann mal gefragt, wie du dich selber beschreiben würdest. Weißt du noch, was du gesagt hast? Was hast du gesagt? Ich habe, glaube ich, gesagt, dass ich eine unverbesserliche Chaotin bin. Absolut. Ja. Ruhig, selbstkritisch und eine unverbesserliche Chaotin. Ja. Also dieses unverbesserlich können wir dann aber heute anders. Nee, das ist auf außerhalb des Pferdestalls bezogen. Und bei den Pferden, da ist eigentlich alles immer tipptopp und auf dem Punkt, aber alles andere lässt sich einfach stehen und liegen. Okay, also in deine Wohnung kommt man nur, wenn man sich den Weg freischaufelt, oder? Ja, das kommt immer drauf an. Wenn bist du vorangekündigt, ist nicht. Okay, also wir lieber ankündigen. Ja. Hast du lieber offensichtlich. Oder so, der Autotank ist schon sehr oft auf Null. Und okay. So, ja, eigentlich denkt man, sowas passiert einem nur einmal, aber... Nee. Das geht auch öfter. Oder man fährt aufs Turnier und denkt sich, habe ich ein Hotel gebucht? Nee, habe ich nicht. Okay. Ah ja, das ist ja doch, ja, okay. Das ist ja dann schon eine andere Größenordnung. Ja. Okay, dann war die junge Reiterzeit irgendwann vorbei und du bist von Ulla weggegangen. Das hat einen Grund. Warum? Ja, also das hat sich so, das war jetzt nicht so mit Kat junge Reiter beschreiben, sondern es war einfach, ich war sehr viel unterwegs. Ich hatte eben ein Grand Prix-Pferd, mit dem bin ich ab 18 schon Pierre Förderpreis geritten. Ich hatte den Daktari für junge Reitertour und ich hatte dann noch ein paar jüngere Pferde nach. Das heißt, ich war jedes Wochenende eigentlich am Turnier. Und gerade so mit 18, 19, 20 hat man dann schon mal Lust, auf vielleicht eine Woche in Urlaub zu fahren. Oder eine ganze Woche gleich? Das ist natürlich. Oder irgendwas anderes zu machen. Und das war nicht drin, weil ich musste mich ja selbstständig um die Pferde kümmern. Und dann denkt man sich manchmal schon, puh, ich weiß jetzt auch nicht, ob es das wert ist. Und dann hatte ich mir eben vor der Europameisterschaft den Außenmeniskus gerissen. Dann wusste ich nicht, ob ich es überhaupt reiten kann. Dann dachte ich mir so, hast jetzt 3 Jahre dafür hingearbeitet, für das jetzt wegen der Dummheit. Das war schon immer das Ziel, gell? Ja, natürlich, ja. Und und dann habe ich so nachgedacht, was das wäre. Und wenn man dann so die Medaillen gewinnt, dann denkt man sich erstmal so, eigentlich ist auch nichts anderes als vorher. Total blöd, weil es ist ja wirklich toll, was man macht.
Und wenn ich dann so die Medaillen angeschaut habe, dann fand ich das auch toll, aber ich habe das nicht mehr so gefühlt. Und dann dachte ich mir, vielleicht brauchst du eine Pause, damit du das einfach wieder ja, mit einem freien Kopf alles betrachten kannst. Aber es war von Anfang an das Gefühl, ich brauche eine Pause. Es war nicht das Gefühl, ich höre auf. Nein. Das war, also ohne Pferde wäre es für mich nie in Frage gekommen. Okay. Und dann habe ich eben mir so einen Plan überlegt. Du, dann kriegen wir Ärger. Wir haben gesagt, du gehst nicht an die Bank. Das haben wir versprochen, okay? Ich habe mir dann so überlegt und ich wollte auch, bevor ich eben das mit Ulla alles geplant hatte, vor dem Abi, wollte ich eben Sportmanagement studieren. Und dann dachte ich mir, wenn das schon immer so ein kleiner Traum von mir war, warum mache ich es nicht jetzt einfach? Mhm. Und dann bin ich mit den Pferden nach München und dann war das mit Ulla eben nicht mehr vereinbar, weil München doch ein bisschen weiter weg war. Und habe mir 2 Pferde behalten, die anderen alle verkauft. Wie viel hattest du denn davor? Noch 2 Stück mehr und eben Daktari. Okay. Und Daktari sollte ja eben auch verkauft werden. Ja. Ich dachte mir so irgendwie, vielleicht ist es besser für das Pferd, wenn er so ein kleines Mädel hat für Junioren, junge Reiter. Da hat er wirklich einen tollen Job gemacht. Wenn ich für Grand Prix nicht hinkriege, kann er ja schließlich auch nichts dafür. Okay. Das war so mein Grundgedanke. Aber du wusstest, du willst mehr, du willst in diesen Grand Prix-Sport. Es wäre dir nicht genug gewesen, die nächsten 20 Jahre, die nächsten 10 Jahre hinter 1 oder was zu reiten. Nein, und ich wusste ja auch, dass es letztendlich nicht am Pferd liegt, sondern an mir. Das, weil ich einfach nicht mehr mit so einem freien Kopf geritten bin wie davor. Okay, ja. Und das spürt man dann, denke ich. Also ich habe es gespürt. Du und er wahrscheinlich auch. Ja. Und dann dachte ich mir, vielleicht sollten sich unsere Wege einfach trennen. Und dann wurde Boah, das ist ja schon hart, ne? Ja, da bist du ja dann sehr streng mit dir selber auch. Ja, doch. Ja. Und dann wurden wir eines Besseren belehrt. Und dieser bessere Belehrer, darf ich so sagen, das war Rudolf Zeilinger. Ja. Wie ist das passiert? Ja, wir haben uns überlegt, wer könnte Kunden für das Pferd haben, wie kann man den an ordentliche Leute verkaufen, und so sind wir eben zu Rudi gekommen. Und dann hat er gesagt, ja, ich schaue mir das Pferd mal an, schicke mir ein paar Videos, und ja, eine Woche später sagt, bring ihn vorbei, ich reite ihn mal. Und ob ich kommen will und ihn reiten will, nee, ich schicke das Pferd so. Bei mir hat schon das Herz geblutet, wenn ihn jemand ausprobiert hat. Da konnte ich kein einziges Mal zuschauen. Nee, das glaube ich sofort, ja. Aber witzig wäre ja schon gewesen, Rudi Zeilinger mal zu sehen, wie das so aussieht, ne? Ich meine, so ein Riesenkerl dann da, das ist ja schon auch ganz witzig, ja. Nee, es war ein kleines Pony unter ihm. Ja. Und dann hat er nach ein paar Wochen angerufen und eben gesagt, ob wir große Eile haben und verkaufen, weil er denkt, dass das alles schon geht und ob ich nicht kommen will. Und dann habe ich gesagt, ich warte lieber noch 1-2 Monate und dann komme ich mal vorbei. Und so war das dann. Und dann bin ich einmal geritten mit ihm und das war für mich schon nervenaufreibend, wenn du da jemanden reiten siehst und dann gehen da auf einmal 5-6 Einerwechsel und dann gehen ein paar halbe Dritte und du selber kriegst es gar nicht hin. Naja gut, und ich meine, so ein bisschen mehr Erfahrung. Ja, und es war mein Championatspferd. Und ich saß dann so da und habe eigentlich schon geweint in der Halle und musste dann auf das Pferd drauf. Und ja, aber wir haben es dann hingekriegt. Es hat 1,5-2 Jahre gedauert. Und wie? Jetzt sind wir gerade so in dieser Umbruchssituation. Da finde ich die Frage, die jetzt gerade hier reinkommt, gerade ganz spannend übrigens. Hast du noch andere Pferde? Ja. Ja, hast du. Ja. Erzähl uns. Ja, ich habe einen ganz, ganz tollen, für mich 11-jährigen Quarterback. Der wurde jetzt vor 2 Wochen auch Bayerischer Meister in U25. Ist in Fritzens das erste Mal groß gegangen, war auch 2-mal gut platziert. Es war noch mit ganz, ganz vielen Fehlern, aber ich glaube, dass das ein sehr vielversprechendes Pferd ist, zwar mit wenig Erfahrung. Aber der heißt wie? Quam Liebet. Ja, der geht jetzt am Wochenende auch in Pferden, wieder PF-Förderpreis. Und gucken wir mal, ich glaube, das ist für nächstes Jahr ein schönes Verlasspferd für den Grand Prix Sport. Und wann hast du den gekriegt? Hast du den selber ausgebildet? Ja, das ist mein erstes Pferd, was ich komplett selber ausgebildet habe. Mhm. Und der hat auch 8-jährig schon mal S gewonnen. Das war immer so ein bisschen der Lückenfüller, weil ich natürlich mit Daktari viel unterwegs war und mit dem anderen Grand Prix Pferd. Und dann war für den nicht ganz so viel Zeit, aber ja, ich glaube, das wäre ein gutes Pferd. Und dann hast du auch noch ein bisschen was Junges, ne? Ja, ich habe ganz interessant einen Halbbruder zu Daktari. Der ist aus der gleichen Mama, der ist jetzt 4. Das ist ja auch witzig. Ja. Wie bist du denn an den gekommen? Ganz lustig, der wurde mir als Fohlen vom Züchter schon angeboten.
Ach, ganz ob, cleverer Züchter, muss man ja, ja mal sagen. Gut nachgedacht. Ob ich denn noch so ein Pferd haben wollen würde. Und dann habe ich so, nee, also Fohlen weiß ich jetzt auch nicht. Das dauert ja schon ewig. Ja, da ein bisschen Geduld braucht man da schon. Und ne? Wenn du keinen Platz hast und ja, und dann, ja, weil letztes Jahr Körung, dann schreibt mich eben die Züchterin an. Wir sind ja sehr gut in Kontakt. Mhm. Oh, da gibt es einen zweiten Dackel, sie glaubt, der ist ganz gut. Ja, und dann eben Ralf Kornrups war auf der Körung und hat das Pferd gesehen. Ich war bei Rudi Zeilinger, bin dann über Nacht nach München gefahren und habe am nächsten Tag das Pferd alleine gekauft. Ja, das war ja auch spannend. Das war richtig nervenaufreibend. Ich habe das Pferd auch gar nicht live gesehen. Der ist im Schritt da außen rumgegangen. Wir nicht haben gewartet, bis er unserer ist. Alter. Ja, das war, dann habe ich auch, mein erster Kommentar war, jetzt habe ich ein Pferd gekauft, was ich noch nicht mal gesehen habe. Ja, das ist aber auch, sag mal, irgendwann hast du, glaube ich, mal zu mir gesagt, du wärst eigentlich gar nicht so experimentierfreudig. Nein, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass jedes Pferd, was ich mit einem guten Gefühl gekauft habe, wo mein Herz dabei war, da hat es auch wirklich geklappt, sei es jetzt mit dem oder auch mit dem Elfjährigen, da hat jeder gesagt, um Himmels Willen, was willst du mit dem? Und da habe ich gesagt, nee, ich mag den. Und, ja. Naja, das ist schon einfach ein emotionaler Sport, das ist ja überhaupt gar keine Frage. Ja. Wenn wir schon bei Emotionen sind, das ging ja alles ganz, ganz anders. Eigentlich ist dein Bruder schuld. Ne? Also normalerweise kennt man die Geschichte immer so, ah ja, meine Schwester und ich bin mal mitgegangen. Bei euch war es jetzt wirklich andersrum, ganz anders. Dein Bruder ist sehr viel älter. Wie ging das los? Ja, mein ältester Bruder, ich habe zwei, einer ist 8 Jahre älter, der andere 12. Und der ganz älteste hatte eben ein Pferd. Und durch den Altersunterschied konnte er mich natürlich auch oft gut mit dem Roller oder mit dem Auto dann mit in den Stall nehmen. Das ist ja praktisch. Ja. Ah, das ist ja praktisch. Ja. Sehr gut. Und meine Eltern mussten beide immer arbeiten und so hat er immer die Lisa mit in den Stall genommen. Ja, und da waren da eben auch Schulbetrieb und ganz viele andere Mädels, die Ponys hatten. Und wenn er reiten war, hat er mich einfach denen in die Hand gegeben und dann durfte ich immer Pferde putzen oder Stall kehren, irgendwas. Und so bin ich da hängen geblieben. Und mit 3 habe ich dann eben mein Shetland-Pony bekommen. Moment, das kann ich belegen. Das können wir belegen. Mal sehen, ob das jetzt hier, du kannst ruhig weitererzählen. Ich versuche das. Das war Flicker, ne? Ja, wir haben die noch auf so einem richtig bayerischen Rossmarkt gekauft. Nee, da stehen 500 Ponys und ihr habt euch einen rausgepickt. Ja, ich wollte die irgendwie haben und dann. Ah, da ging das nämlich schon los mit dem guten Gefühl, ne? Ja, das weiß ich schon immer ganz genau, welches Pferd ich will und welches nicht. Das ist Flicker. Ja. Du bist noch. Da wie alt? 4, 5 Jahre. Das ist natürlich schon, das ist ja echt schon eine lange Partnerschaft. Das finde ich übrigens auch besonders schick hier im Schneeanzug. Also den Schneeanzug gibt es wahrscheinlich auch noch. Nein. Das ist Flicker und Flicker lebt noch. Ja, immer noch an dem Hof, wo wir das Reiten gelernt haben, meine Brüder und ich. Und wie alt ist Flicker jetzt? Ja, weit über 30. Boah, das ist nicht, na gut, so ein Chatty. Ja. Das ist natürlich schon mal was. Und dann wolltest du aber eigentlich, nee, dann kam doch erst ein spannendes Pony, was du von deinem Bruder übernommen hast, was eigentlich... Erst war ich ein bisschen sauer, weil ich nicht in Schulbetrieb durfte, weil ich noch zu klein war. Gut, da kann man mit 3 Jahren auch mal sauer sein, ja. Und dann musste ich Longenstunden nehmen und das fand ich total uncool. Okay. Ja, und dann habe ich mich immer mit meinem Pony in den Schulbetrieb reingeschlichen und bin dann einfach unauffällig hinterher getrappt. Gut, er war ja klein genug. Ja. Sie ja, war ja genau. Klein. Und dann hat eben in der Zwischenzeit mein zweiter Bruder auch das Reiten angefangen und der hatte so einen Araber-Mix-Pony zum Springen und der war total wild. Der hatte immer so ganz bestimmte Leute, die er mochte und Leute, die er gar nicht mochte. Und das war so ein Pony, das gebissen hat und auch mal so ein bisschen ausgeschlagen hat, wenn was nicht so war. Also liebreizend eigentlich. Ja, also total liebevoll. Und meine Mama hat immer gesagt, ich darf jedes Pferd im Stall putzen oder anfassen, nur den nicht. Okay, das war wahrscheinlich genau dieser eine Satz. Ja. Genau das war der Fehler. Und dann hat kleine Lisa irgendwann mal ihre ersten Chaps und Stiefletten zu Ostern bekommen. Und Eltern waren nicht da. Das war der zweite Fehler. Dann bin ich aufs Fahrrad und bin Stall gefahren und habe dieses Pferd einfach geritten. Und mein Timing war nicht so ganz gut, weil ich bin noch am Pferd gesessen, als meine Eltern in den Stall gekommen sind. Oha. Und dann gab es erstmal ein bisschen Ärger. Aber ich konnte mich durchsetzen und durfte dann mit dem auch Turnier reiten. Und bin sogar Vielseitigkeit geritten und ganz viel springen. Und ja, Dressur fand ich eh nicht so toll.
Es war mir zu langweilig, so hat sich das ergeben. Also gut, wir wissen jetzt schon mal eins, das fehlte in deiner Aufzählung, extrem zielstrebig. Das, glaube ich, haben wir ja schon deutlich rausgehört. Und jetzt kommt nämlich genau der Punkt, du bist eigentlich, Dressur war eigentlich doof. Ja, ich fand das total doof. Mir hat das Springen eben Spaß gemacht und auch das Pony, weil der einfach immer so Go hatte und eben so einen eigenen Charakter. Das fand ich ganz cool. Und meine Mama hat immer sehr viel Angst gehabt, wenn wir springen geritten sind, auch bei meinem Bruder. Und, reitet der denn heute noch? Nee, keiner mehr von beiden. Aber du bist... Ich bin übergeblieben. Ja. Dafür umso mehr. Und dann habe ich Vierkampf gemacht. Ach, okay. Ja. Und da gehört Dressur, Springen, ja, Laufen, Schwimmen. Genau. Ja, und leider gehörte da Dressur dazu. Und meine Mama dachte sich, ja, perfekt. Dann müssen wir mal gucken, dass du ein bisschen auch Dressur reiten kannst. Und dann haben sie mir da so ein Pferd. Ach so, ich dachte, jetzt kam schon direkt der Schwimmanzug und Schwimmlehrer, nee, Schwimmen oder irgend sowas. Fand ich super. Laufen und ging damals, aber Schwimmen, da war ich auch ganz gut. Das hat mir sehr gut gefallen. Okay. Und ja, und dann habe ich so ein Dressurpferd gekriegt für E und A. Das war so eine kleine Stute, kein Pony, die war so 1,58, also ganz nett. Und dann war ich da auch echt erfolgreich mit eigentlich, so in dem Bereich. Es klingt fast überrascht. Ja, war es auch, weil ich bin einfach so Dressur geritten, wie ich eben Lust und Laune hatte. Und wenn ich unbeaufsichtigt war, bin ich mit dem Pferd gesprungen. Also ja, und dann... Genau wie man sich eine Europameisterin in der Dressur eben vorstellt, ist doch klar. Ja, genau. Und dann, wie war das denn? Ja, und dann hatte ich blöderweise echt zweimal in einem Jahr einen Springunfall mit meinem Pony. Und dann ist das Pony auch 2 Jahre wirklich ausgefallen. Wir wussten auch nicht, ob das alles wieder so wird. Und dann hatte ich nur das eine Pferd noch. Und dann bin ich eben von E-Dressur dann L und M geritten, innerhalb von kürzester Zeit mit diesem Pferd. Mhm. Und dann habe ich mich da mal so ein bisschen intensiver damit auseinandergesetzt. So ein Außengalopp ist natürlich ein bisschen schwieriger zu reiten als geradeaus in der E-Dressur außenrum. Ja. Und dann dachte ich mir so, ist eigentlich, wenn du das richtig ordentlich machen willst, ist das auch nicht so ohne. Und dann habe ich da weitergemacht und dann habe ich ja eine A- und eine L-Dressur mit dem Pferd nacheinander gewonnen. Und eigentlich schon Spaß. Vielleicht hast du mehr Talent. Und im Springen war so ein kleiner Stillstand. Und dann war ich auch so ein bisschen nicht skeptisch, aber durch das, dass ich da eben zweimal einen Überschlag gemacht habe, ich da bei den großen Dingen bin ich dann da schon langsamer hingeritten. Und dann hat sich das mit der Dressur einfach ergeben. Und Erfolg ist ja auch nett. Hat ja dann alles zusammengepasst. Ja. Hey Willi, auf dich haben wir gewartet. Zeig dich doch einmal. Wir wollten dich dann noch als Glücksbringer vorstellen. Also das ist Willi. Unser Glücksbringer, nicht unser, Quatsch, dein Glücksbringer, der immer dabei ist und immer den LKW findet. Ne? Ja, vorhin warst du mit bei uns, ich weiß. Wo wir jetzt schon bei deinem Switch sind, willst du wieder zu uns kommen, Willi? Ja, genau, bist ja wichtig. Geh du mal in die Mitte. Jetzt kommt hier die Frage, das finde ich immer ganz spannend, das ist eine Frage, die ich übrigens auch sehr gerne mag. Vielen Dank dafür. Was ist deine Lieblingslektion? Denn man sagt ja immer, wenn ich da die Pirouetten, die sind doof oder keine Ahnung. Gibt es sowas wie eine Lieblingslektion? Ich glaube, das ist schon vom Pferd abhängig, aber ich reite Traversalen ganz gerne. Ich glaube, das kann ich auch ganz gut. Trab, Galopp oder egal? Trab, Traversalen? Ja. Okay. Und mittlerweile auch tatsächlich die Einerwechsel. Das ist allerdings witzig. Das war ein großes Manko eben mit Daktri damals und ich hatte Höllenangst vor dieser Lektion und ich habe mir das dann so eingeprägt, dass diese Lektion kein Problem ist, dass ich dann mit allen anderen Pferden, die ich zu reiten hatte, das versucht habe, denen so schnell wie möglich beizubringen und mittlerweile machen es alle auch wirklich sicher und mir macht es auch wirklich Spaß. Ja. Das war damals eine Sache, die Piaffen, glaube ich, und die Einerwechsel, dass Daktari gesagt hat, nee, also... Die Einerwechsel noch mehr als die Piaffen, ja. Und wie habt ihr das dann zusammen hingekriegt, dass du heute sagst, das ist meine Lieblingslektion? Ja. Mit Geduld und Spucke. Ja. Bist du ein geduldiger Mensch? Ja, wenn ich merke, dass was vorangeht, dann bin ich sehr geduldig, aber also ich glaube, wenn man meine Eltern oder eben auch Philipp fragt, wenn irgendwas mal daneben geht, dann bin ich, glaube ich, die schlimmste und unerträglichste Person überhaupt, weil ich kann mich ärgern, bis ins geht nicht mehr. Okay. Ja, und ich bestrafe mich da, also ich bestrafe mich nicht selber dafür, aber ich gebe immer mir die Schuld und mache da dann so lange rum, dass das eben funktioniert und wenn das eben 2-3 Jahre dauert. Ja. Okay, also Durchhaltevermögen können wir auch noch dazu schreiben, auf jeden Fall. Ach, guck mal, irgendwie...
Ja, jetzt sitzt du ein bisschen höher, siehst du auch besser, ne? Ja, das finde ich ganz in Ordnung, unbedingt. Das finde ich gut. Jetzt wollen wir mal zwei, drei Sätze zur Kür. Ich finde Kür immer extrem spannend, weil ja doch die Musik so ein bisschen was darüber aussagt, was man für ein Typ ist. Und jetzt kommt die absolut berechtigte Frage. Stellst du deine Musik für die Kür selbst zusammen? Ja, also ich mache die Kür natürlich nicht selber, aber ich wähle die Musik selber aus. Und zum Beispiel die Kür von Daktari, das war auch, da habe ich mir ganz lange Gedanken gemacht und habe dann ein anderes Pferd am Turnier geritten und da kam eben so eine Musik und dann habe ich das gesehen und dachte, das ist wie gemacht für Daktari. Ach, das ist ja witzig, okay. Und dann war das eben die Trabmusik und ich fand, ich wollte immer... Vielleicht sagst du ganz kurz, was es für Musik? Das war Pata Pata. Okay. Das haben wir eben jetzt in der Trab-Tour auch drin, in den Trabasalen. Und dann war mir irgendwie so klar, ja, Daktari mit den Filmen früher, was kann man da machen? Ich wollte, das ist ein verspieltes Pferd, ein nettes Pferd, also kann ich auch nicht irgendeine dramatische Musik nehmen, irgendwas Nettes. Und dann dachte ich mir so, was kennen die Leute, was passt zu uns, was ist was Junges, was Frisches? Ja, und dann sind wir letztendlich bei Dschungelbuch gelandet. Und es ist ganz witzig, wenn die Musik angeht, der spitzt sofort die Ohren und ich finde es auch echt cool, wir haben da beide Spaß dabei. Also es ist nicht ein Spruch, wenn man sagt, Pferde kennen die Musik, das ist definitiv ja, also so, oder? Ja, also bei dem definitiv, das ist Wahnsinn. Das ist schon cool, ich muss die auch zu Hause nicht üben. Aber lässt du sie manchmal vielleicht laufen, so nach dem Motto, hier komm, vergiss mal nicht oder so? Oder ist das wirklich eine Turniernummer? Also das ist eigentlich eine Turniernummer, ja. Wenn du sonst zu Hause reitest, hörst du da Musik oder brauchst du die totale Ruhe? Also eigentlich nicht. Ab und zu finde ich es ganz nett, aber wenn da den ganzen Tag der Radio läuft, das mag ich eigentlich gar nicht. Das machen ja eigentlich relativ viele, ne? Ja. So viel mit Musik zu reiten, ja. Radio im Hintergrund. Ja, ab und zu finde ich es ganz nett, aber jeden Tag muss ich es nicht haben. Jetzt nehmen wir mal an, du hattest echt ein anstrengendes Wochenende. Oder sagen wir ruhig mal, es war Chio Aachen. Das ist ja echt anstrengend, allein auch schon, weil es sich über 5 Tage hinzieht. Ja, ja. Dann kommst du nach Hause. Was machst du, wenn du mal so richtig abschalten, runterfahren? Ganz lange schlafen. Ah, okay. Das ist aber, du bist eine Langschläferin? Nein, also ich kann mich... Ah ja, es ist eine Gewohnheitssache. Gerade so jetzt in Aachen bin ich ja fast jeden Tag um 4:45 aufgestanden. Das ist ja auch in diesem Sport immer wieder. Und gerade in Aachen geht man abends auch immer nicht so früh ins Bett, weil man natürlich so viel wie möglich mitnehmen will. Und wir sind dann auch über Nacht noch nach Hause gefahren und dann waren wir hier und wollten eigentlich gleich die Pferde reiten, damit es erledigt ist. Und dann habe ich so zu Philipp gesagt, ich kann nicht mehr, ich muss jetzt erstmal schlafen. Und dann haben wir bis mittags geschlafen und dann was. Dann ging es los. Okay, also schlafen ist offensichtlich das ist ein Traum, ja. Ja. Aber da bist du ja im Dressursport, da wäre natürlich die Springerei schon wichtig. Die fangen ja normalerweise immer gerne erst so um 11 an oder irgendwie sowas. Ja. Nee, aber jetzt wollen wir dich nicht auf ganz andere, überhaupt nicht. Gibt es sonst irgendwas, was du als Ausgleich, ich meine, wir sind hier, ich glaube, es waren 5 Kilometer, auf jeden Fall ganz nah am Starnberger See. Gehst du immer noch ab und an mal schwimmen? Ja, also oder? Diese Woche habe ich es immer so gemacht, dass ich ganz früh angefangen habe zu reiten. Bin dann kurz in Starnberger See, ein bisschen baden. Ah, okay. Habe ich nochmal einen Kontrollgang im Stall gemacht. Ja, das ist schön. Das ist sehr schön hier, ja. Und du hast ja auch wunderbar nah die Berge. Ja. Eine halbe Stunde bis zum nächsten Skifahrgebiet. Ja. Aber das ist trotzdem nicht mehr so... Skifahren nicht, aber wandern im Sommer. Das mache ich gern. Ja. Sommer, im Sommer in den Bergen wandern? Ja. Das ist aber anstrengend. Ja, aber... Muss er dann mit oder kriegt er dann... Kriegt er das Rucksäckchen, wo er rein darf? Nein, er ist schon gerne dabei, aber man merkt, dass umso länger die Wanderung dauert, umso langsamer wird der Hund. Also er gibt das Tempo vor, ja? Das finde ich sehr schön. Du hast eine Wohnung in München. Ja. Wie stelle ich mir denn das vor? Kochst du abends gerne selber oder wie? Oha, schlechtes Thema. Ja. Soll ich? Das hast du nicht gesagt, dass wir das umschiffen sollen. Ich habe einen Thermomix, der macht das ganz gut. Okay, ich weiß, wovon du sprichst. Gut, gibt es sonst irgendwas, was du, ich meine, man kann ja nicht jeden Tag jetzt in die Berge fahren zum Wandern, aber so ein Feierabend, der perfekte Feierabend. Also ich liebe das, gerade in München, die Sommerabende draußen sitzen, so ein bisschen an der Isar oder auch mal einfach im Biergarten gehen. Das mache ich schon gerne mit Freunden auch. Auch mal mit Freunden, die nichts mit Pferden zu tun haben. Mhm. Das ist schon so eine Sache, die ich wirklich gern habe und leider auch zu wenig Zeit dafür habe.
Auch mal so in der Woche oder am Wochenende. Das mache ich schon gerne. Also du magst schon die Stadt? Ja, ich liebe sie sehr. Ja. Mhm. Na, da warst du ja dieses Jahr auch schon gut unterwegs in Mailand. Das ist ja, glaube ich, auch pulsierend. Ja, das war auch schön. Erzähl uns kurz deinen Ausflug nach Mailand. Ja, das war total witzig, auch sehr spontan. Ich bin bei der Anna immer schon unregelmäßig an Lehrgängen mitgeritten, mal alle 4 Wochen. Anna Mehrfeld. Anna Mehrfeld, genau, ja. Mal alle 4 Wochen, mal alle 8 Wochen. Und ja, irgendwann hat sie dann gesagt, was macht ihr denn eigentlich und wie war's? Das ist auch eine schöne Frage. Ja, und dann sind wir so ins Gespräch gekommen und wir hatten so ein bisschen ein Problem, dass wir mehr Boxen brauchten für den Stall und hatten da nicht so die Option. Und dann hat sie gesagt, hey, in Deutschland ist so kalt, kommt doch zu uns nach Mailand. Und dann haben wir gesagt, ja, wieso denn eigentlich nicht? Ich bin jetzt mit dem Studium fertig, ist der perfekte Zeitpunkt. Und dann haben wir unsere Sachen gepackt und sind dann eben mit allen Pferden ausgezogen, sind runtergefahren und haben gesagt, wir kommen erst wieder zurück, wenn wir einen Stall gefunden haben. Das ist ja schon auch... Ja, alle jungen Pferde mitgenommen. Und dann mit wie vielen Pferden seid ihr da los? 5 Stück. Mit 5 Pferden. Und du bist da unten dann ja auch Turnier geritten fleißig, ne? Ja, also das war total cool. Also war wirklich toll. Wir sind hier bei Schnee losgefahren, kamen bei 12 Grad Sonnenschein unten an und wurden total nett und herzlich empfangen. Das war ein super Stall, es war eine tolle Gemeinschaft. Und wir sind auch immer alle zusammen aufs Turnier gefahren, war im Turnierstall. Sprichst du Italienisch oder ist das über Englisch gegangen oder Hände, Füße? Eigentlich Englisch. Natürlich haben ein paar Angestellte nur Italienisch gesprochen und dann haben wir uns gedacht, laden wir uns doch mal Bubble runter. Und dann haben wir abends ein paar Sessions gemacht. Und es war wirklich witzig, weil wir wussten dann teilweise, über was die sich unterhalten. Wir konnten nicht mitsprechen, aber wir wussten dann schon immer so im Groben, worüber es geht. Oder wenn dann ein anderer Schüler, der Anna, die Aufgabe erklärt hat, wie was, wie so war. Und dann haben wir eigentlich schon auch das so verstanden. Ach, guck mal. Okay. Und das war dann ganz interessant. Wir haben uns extrem wohl gefühlt dort. Das war echt schön. Und das Turniergeschehen war schon ähnlich wie hier, oder? Ich meine, das waren ja internationale Turniere, obwohl, nee, nicht alle, ne? Nee, ich bin das erste Mal national geritten. Das war nur 20 Kilometer weg von dort. Das war eine traumhaft schöne Anlage. Super Bedingungen, feste Boxen, okay. Also richtig toll. Ich bin da angekommen und dachte so, wow, hier bleibe ich erstmal. Aber das ist natürlich schon alles anders gestaffelt. Das sind sehr viele Amateurprüfungen, gerade so im AL-Bereich. Und das ist auch altersmäßig anders gestaffelt. Und das kann man nicht jetzt mit deutschen Starterfeldern vergleichen, schon allein von der Menge her nicht. Okay. Das nicht. Aber international sind wir eben nach Nizza gefahren. Das war leider nicht so schön, weil dort hat es geschneit. Normalerweise gibt es das um die Jahreszeit nicht. Das war nee, irgendwie was Besonderes. Ja, okay, was Besonderes. Ja, und dann eben noch einmal international in Italien. Ja. Jetzt muss ich ja mal ein dickes Kompliment machen. Du hattest nämlich so schön gesagt, die Deutsche Bank Reitsportakademie, da bist du ja Mitglied und ihr hattet Medientraining. Und als ich dich mal gefragt habe, Mensch, was hast du eigentlich davon, dass du da Mitglied bin? Ja. Da war das Erste, was du gesagt hast, dieses Medientraining, das hat mir viel gebracht. Ja. Du benimmst dich hier völlig locker, entspannt, das ist nicht selbstverständlich. Ja. Habt ihr genau das beim Medientraining gemacht? Ja, auch. Also das war letztes Jahr. Wir haben im Gio, das war freitags, haben wir so eben Medientraining gemacht und auch sehr viel über Social Media und wie man manche Dinge nutzen kann und wie man sich selber verkaufen kann oder die sozialen Kanäle dafür nutzen kann. Und das hat mir sehr viel gebracht und auch viel mit so Mentoren Gespräche führen. Das ist ja dann auch unabhängig, ob eine Kamera davor steht oder nicht. Aber du lernst einfach lockerer damit umzugehen und du lernst, dass das alles gar nichts Schlimmes ist eigentlich. Nee, das, es tut auch nicht so weh jetzt, nee, oder? Und das hat mir sehr gut getan und auch diese Videoclips, die wir letztes Jahr gemacht haben, das hat mega Spaß gemacht. Das war ausgesprochen cool. Witzig, wer das letztes Jahr beobachtet hat beim Chio, überall liefen junge Menschen rum, die irgendwie solche Kameras vor sich hielten, die Handys, das war... Ich kam mir da total doof vor. Ich musste da ein Live-Video machen. Ich verkaufe mich nicht so gerne. So, ich stehe nicht so gerne im Mittelpunkt. Und dann bin ich da rumgelaufen. Jeder guckt dich an. So, von mir. Und dann dachte ich mir so, eigentlich, wenn du mal über deinen Schatten springst, ist es nicht so schlimm. Ja. Nee, sehr schön. Lisa, jetzt sind wir schon fast am Ende. Und am Ende kommt immer unser kleines Spielchen. So eine Art Speed-Interview. Okay. Das heißt, ich frage und du antwortest möglichst ohne nachzudenken. Okay.
Das eine haben wir eigentlich fast schon. Stadtwohnung oder Landapartment, das wissen wir schon. Ja, aber das kommt darauf an. Ich bin Landmensch und auch Stadtmensch. Es kommt darauf an, welche Stadt und wie schön es auf dem Land ist. Okay, also dann denke ich aber mal München, das hat schon ganz schön Punkte, ne? Okay. Ja. Dirndl oder Abendkleid? Natürlich Dirndl. Also tatsächlich? Das, wenn ich die Wahl habe, Dirndl. Okay, es gibt 2 Freikarten, du darfst aber nur eine aussuchen. Entweder für irgendein Topspiel vom FC Bayern München oder für Ed Sheeran. Ed Sheeran. Oh, okay. Okay, okay. Er war gestern und vorgestern in München. Warst du da? Leider nein. Ah, da komme ich das nächste Mal, dann gehen wir zusammen. Jetzt ist das der Mann, der will jetzt unbedingt so den letzten Kick schaffen. Entweder das elegante 5-Gänge-Menü im Superrestaurant oder mehr so Picknickdecke am See mit karierter Decke und Käsewürfel. Doch eher ersteres. Ah, doch das elegante. Und dann natürlich noch die ganz kurze, schnelle Frage. Fällt dir irgendein Internet-Pferdesportsender ein, den du besonders cool findest? Natürlich, Klippmann. Läuft. Lisa, hey, vielen, vielen Dank. Willi, vielen Dank, dass du auch so schön hier mitgemacht hast. Danke natürlich schön auch an Daktari. Das war eine sehr schöne, lockere, nette Nummer hier bei dir. Vielen, vielen Dank. Und weiterhin so ein Urlaubsfeeling, das schöner geht's gar nicht. Wir sagen danke an euch alle fürs Zugucken. Wir haben uns hier pudelwohl gefühlt. Ich hoffe, ihr hattet auch euren Spaß.